Hey, ich bin Joel, willkommen zurück zu The Evil Within, dem ersten DLC, und wir haben in der letzten Folge uns eine Identität verschafft und ich hoffe, dass wir mit dieser Identität jetzt durch diese Tür da hinten durchkommen. Bisher gibt es noch keine Kämpfe und so wie ich das vernommen habe, bleibt das auch ein Schleichspiel. Von daher bin ich mal gespannt, was es noch so erwartet. Das scheint jetzt zu funktionieren. Gut. Da das DLC nicht so lang geht, wird das hier wahrscheinlich auch die letzte Folge. Oh, da leuchtet was. Was leuchtet da? Fire Extinguisher. Feuerlöscher. Leider nicht mehr da. So, ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um. Aber ich glaube, so richtig nach Sachen suchen müssen wir auch nicht, denn gefunden habe ich auch noch nichts, außer eine Schallplatte. Also wahrscheinlich so ein Collectible. Oh, jetzt sind wir hier. Hier ist doch Leslie hergegangen, oder? Ja, ich glaube schon. Aber es ist hier einfach zu groß, als dass ich hier vielleicht nicht doch mal was absuchen müsste. Möglicherweise befindet sich hier doch noch irgendwas. Vor allem, wenn hier so ein Baustrahler steht. Was ist das für ein Gebäude? Ich bin enttäuscht. Hier gibt es nichts. Oder was ist das? Hä? Okay. Es verschwindet, aber ich glaube, es ist nicht Absicht. Oder ist es Absicht? Ist es ein Code? Könnte es ein Code sein? Ist das das Muster? Ist hier vielleicht wieder ein Safe versteckt oder so? Ich habe ja in der letzten Folge ein Safe übersehen. Das tut mir auch wirklich, wirklich leid. Ich weiß einfach nicht, warum ich den da nicht auf dem Tisch habe stehen sehen. Und es würde mich nicht wundern, wenn hier auch nicht noch irgendwo so ein Ding wäre. Vor allem, weil hier so ein schönes Licht steht. Ich gucke mich mal ein bisschen um, vielleicht auf der anderen Seite. Ja, ich soll immer in Deckung gehen. Ich soll immer in Deckung gehen, ja. Das, da ist er doch. Ach, guck mal. Mädel. Gut, dann wird das doch der Code sein. Ist doch kein Bug. Oh. Ich dachte gerade, es wäre ein Texturenbug. Aber das Ding halt auch so angestrahlt wird. Okay, also 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Also, wir haben. Muss ich mir das abzeichnen? Ist vielleicht besser, aber. Warte. Wir haben wie viel? 4 mal 4. Okay. 4 mal 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 3, 2, 4. 3, 2, 4 und 1, 3, 4, 1, 3, 4 und 1, 3. Gut. Einfach nur, dass ich hier nicht ewig brauche, ne? Das Problem ist, jetzt habe ich eh einen Safe vergessen. Ja, genau. Aha, okay. Und werde dann eh nicht alle Notes kriegen. Brieffragment 4, das heißt, wir haben wirklich Brieffragment 3 übersehen. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Das tut mir auch wirklich sehr leid. Nicht nur das Spiel lacht mich aus. Aber hey, ihr könnt das Spiel kaufen und selber spielen und alles finden. Das ist sowieso gut, immer die Entwickler zu unterstützen, ne? Ach Gott, was liegt da? Eine Jacke. Guck mal, der hat dasselbe Bild da hängen. Ist wahrscheinlich ein Kalender oder so. So, war da jetzt nichts mehr? Ist hier nichts mehr? So, okay.
Ich kann meine Aufnahmezeit gar nicht sehen. 5 Minuten hier verplempert. Wollte Action haben, ne? Die Action mit die Nicole. Kann ich hier irgendwo hinter? Okay. Eigentlich suche ich ja nur Lastly. Lastly. Oh, waren es meine Bros? Das waren noch Josef und, der Ballermann. Wie heißt der nochmal? Castello. Ja, ich und Namen, ich weiß. Castellano. Warum haben die alle so spanische Namen? Auch Ruvik. Oder war es oder eher italienisch? Warte mal. Könnte ich was machen? Die Deko gehen. Da. Ja, okay. Ich wette, die will wieder am Fuß knabbern hier. Mal gucken. Oh Gott, nein, nein! Naja, fast. Wer hat denn da geschrien? Ich dachte, das kam von unten. Willst du am Fuß knabbern? Huh. Na, dit ist ja ein Leichenschmaus hier, hä? Huh? So, da wir hier nicht ballern müssen, müssen wir uns dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen besser umgucken. Der Serverraum. Gott, die Verkabelung, ey. Das ist ja der wahre Horror. Ganz ehrlich, mich macht dieses Klackern der Schuhe echt wahnsinnig, wahnsinnig nervös. Das triggert mich so richtig. Das... Du willst leise sein, hast halt solche Dinger an. Gespeichert. Im Serverraum, im Serverraum. Was gibt's hier denn? Man glaubt es kaum. Die Platten voller Schmuddelfilme. Hast du guten Reim auf Filme? Wilme. Die Wilme. Bön. Bön. Ach verdammt. Hier, komm. Nikolaus, das ist halt die Klappe. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Oh oh, oh no, oh no. Nope. Doppel no. Oh oh. Energie wieder bei 20%. Okay, wir müssen uns einfach nur hier eine Weile verstecken, bis Snacky uns nicht wegsnackt. Oh Mann. Ach Gott, oh nee, ich hasse sowas. Vor allem mit der Sicht, ey. Aber es ist ja extra. Das Spiel hasst einen halt einfach. Ich mach mal direkt die Lampe aus. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Also als Monster ist sie wirklich klasse. Das muss man ja schon, das muss man ja echt sagen. Nee, nicht Leslie. Wieder bei 50%.
Augen kann ich ja nicht wegrennen. Wenn die mich leuchtet, dann kann ich nicht wegrennen. Das ist ja kacke. Ich könnte absolut nicht in Deckung gehen. Hm. Okay, die darf mich nicht leuchten. Oh, es fing so gut an. Das ist so langsam, bis die Energie hochgeht. Und ich muss jetzt immer wieder hier... Oh Gott, ey. This is the hardest part. Ich glaube, die Strategie war an sich ganz gut. Dummerweise brutzeln hier auch noch die Server durch. Das heißt, da müssen wir auch noch aufpassen. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Ich weiß nicht, ob sie mich sehen kann, wenn ich die Taschenlampe anhabe, ehrlich gesagt. Leslie. Prozent ist doch gut, oder? Ich denn Stromschlag und die nicht? Das ist doch unfair. Ich kam nicht raus aus der Ecke. Oh, das ist mega hart. Benutze 1, 2, 3, 4, um zwischen den verfügbaren Gegenständen zu wechseln. Ja, Arschlecken. Wir werden eine Weile hier im Serverraum verbringen, ne? Nehmt euch Kaffee und so. Ein Energy-Drink. Für uns Nicole. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Ich hab keine Zeit. Ach, Mensch. Ich sag euch, wenn ich das... Ich werde auf jeden Fall nochmal abkacken, so kurz bevor ich es geschafft habe. Dann kacke ich auch immer nochmal ab. Energie wieder bei 20%. Ey, die ist halt echt schnell, ne? Die ist halt wirklich schnell. Und sie kann mich verlangsamen, indem sie mich anstrahlt und sie ist nicht gegen diese Elektroschocks resistent. Das ist sauhart. Naja. Und es ist gerade mal... Ja gut, ich habe gesagt, das ist der letzte Part, wer weiß. Die Frage ist, kann ich die eigentlich anstrahlen? Bringt das was? Wenn ich die zurückstrahle? Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Ich muss immer zusehen, dass ich möglichst weit weg von ihr weg bin. Aber es ist gar nicht so einfach, weil die halt wirklich manchmal schnell losrennt, ne? Hä?
bei 50 waren wir schon mal. Jetzt komm schon, Energie bitte wieder voll. Energieversorgung wiederhergestellt. Aufzug wieder. Nice. Muss die sich nur noch verpissen von da. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ach, leck mich doch. Ich dachte, sie erwischt uns jetzt noch. Helfen Sie mir, unsere Einrichtung sauber zu halten. Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeitsumgebung. Sehr angenehm. Schade, jetzt konnten wir es nicht ausprobieren, ob wir die auch anleuchten konnten. Aber na gut. Ja, erstmal so machen. Das würde ich jetzt auch machen. So. Kontrollpunkt. Sehr schön. Gibt es ja ein Licht. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Warum sind eigentlich alle Feuerlöscher weg? Oder Feuerschläuche oder was das ist? Ah, jetzt sind wir hier oben. Okay. North Annex. Okay. Ich drehe mal hier die Runde, ob hier irgendwas Interessantes liegt. Nein, hier liegt nicht. Hallo? Nein, nicht aufmachen. Wo muss ich denn dann lang? Ach da, okay. Wo das grüne Licht leuchtet, Joey. Wo das grüne Licht leuchtet. Ich hoffe, die Stelze haben wir dann erledigt. Erstmal. Also sie scheint uns ja auf den Fersen zu sein. Du solltest lieber runterkommen. Oh, da hinten. Jungs! Hier! Jungs! Nein, sie sehen uns! Muss echt wirken. Detectives! Ich bin hier! Ich bin okay! Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht. Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich, nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Oh, krass. Bist du okay? Soweit ich mich erinnern kann. Wollen Sie lieber im Unklaren bleiben, weil das, was Sie erfahren könnten, Sie verstören wird. Kapitel 1 überlebt. Ein anderer Anfang, okay. Wir speichern mal, okay. Zip, nächstes Kapitel. Kapitel 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Vielleicht brauchen wir doch noch... Part länger. Mal gucken. Joseph! Joseph! Scheiße, wo ist der hin? Pech.
So wie alle. Wenn Wege sich kreuzen. Muss er eben allein zurechtkommen. Ich muss weiter. Leslie finden. Oh. Servus. Leute. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da auch schon drin waren in dem Ding hier. Sieht so ein bisschen nach, Kanalisation aus. Doch, Kanalisation sagt mir was. Jo. Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Ruvik im Encephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Ruvik, er weiß, dass ich hier bin. Tja. Mach eine Püppi. Eine Axt! Nein, ich habe eine Waffe! Habe ich eine Waffe? Oh, die Unsichtbaren. Leertaste Schleichangriff beim Schleichen. Töte deinen Gegner blitzschnell mit der Axt. Die Axt ist anschließend unbrauchbar. Mit der Axt, die du nicht bemerkt hast, blitzschnell von ihnen töten. Schleichen funktioniert nicht bei allen Gegnern. Aber in diesem Fall hat das gut funktioniert. Die sind echt. Die haben es mir echt gegeben. Okay, ich höre noch Schritte, aber ich glaube, es sind meine eigenen. Oh, hier! Eine Schallplatte. Ist hier noch einer? Boah, das ist, die sind so eklig, diese unsichtbaren Dinger. Ach Mann! Ist der gerade dahergegangen? Ich geh erstmal wieder hier raus.
Eigentlich hatte ich schon Leertaste gedrückt, aber ihr glaubt mir ja nicht, dass das Spiel verbuggt ist. So, auf ein... Oh nein! Jetzt nochmal diese... Oh, ey, ich... Wieso kann ich denn da nicht die Axt nutzen? Warum muss ich einen Schleichangriff machen? Wie dumm ist es denn? Vor allem würden sie immer die Birne zuhält, wenn sie entdeckt wird. Ah, es ist doch... Es ist doch... Ich werde da nie mit warm mit solchen Sachen. Wo ist er denn hier? Leertaste oder was? Das ist gerade genauso gemacht. Nur in dem Moment hat er sich umgedreht. Das war jetzt gar nicht laut, Nicole. Geh wieder zurück, bitte. Na klar. Ruh dich erstmal aus. Also genug warten, dass der auch schön mal weg ist, dass er sich im Augenwinkel entdeckt. Endlich! Finally! Finally! So, jetzt direkt sterben hier. Oder rennt hier auch noch einer rum?
Da war was. So, ein Tape. Ein Etwas Tape, ein Tape. Ist noch viel erschütternder. Unsere Testsubjekte sterben. Sie kommen abrupt aus dem Stem und sterben mit völlig verängstigtem Blick. Und die, die überleben, sind katatonisch. Sie plappern unverständliches Zeug und lassen sich nicht befragen. Wir taten nichts, was die Veränderung bewirkt haben könnte. Es muss am wachsenden kollektiven Bewusstsein im Stem-System liegen. Die Patienten können dieser Belastung nichts entgegensetzen. Wir brauchen gesunde Subjekte. Vielleicht reinigen sie auch das System. In seinem jetzigen Zustand ist es nicht tragbar. Das wird Mobius wohl kaum gefallen. Und dieses Mal werden sie mir die Schuld geben. Unser neuer Prototyp in Beacon ist fast fertig. Wenn er bereit ist, stelle ich ihn auf das Funksystem um. Selbst wenn die ursprünglichen STEM-Experimente fehlschlagen, beweise ich Mobius mit der nächsten Generation meinen Wert. Okay, Funksystem. Das würde natürlich erklären, dass man sich nur in der Nähe befinden muss, um ins System reingesaugt zu werden, ne? Guck mal, hätten wir uns auch verstecken können. Danke für nichts. So, jetzt nur noch die Frage. Hier muss ich wahrscheinlich lang, ne? Das ist so laut, dass wir die erst erledigen mussten hier. Mit Schleicher. So. Nice. Guck mal, die Kiste konnten wir zertreten. Die erste Kiste, oder irre ich mich? War aber nichts drin. Täuschung pur. Hier unten rennt bestimmt auch noch einer rum. Würde mich nicht wundern. Nein, das sind meine eigenen Fußspuren. This is the way out, I think. Auch nichts. Mann. Diese riesigen Fässer. Okay, da ist dunkel. Der war fies. Leslie. Sieht nicht wirklich aus, als ob wir hier eine Wahl hätten, hä? Das ist so creepy. Komm hier, Fischi wieder? Fischi, Fischi? Das ist nicht gut. Oh, voll auf die Fresse. Und wir hängen auch noch fest. Auch nicht gut. Oh, die verwandelt die Viecher. Ohne Waffe. Oh, okay. Rein zufällig nicht, du da. Spring mal an. Nicole, dein Leben hängt davon ab. Die ist doch blind. Bums. Wie viel Schuss habe ich? Ha!
Bitch. Was das mit dem Controller so? Rein zufällig ist jetzt die Wumme leer. Guck mal, jetzt flutscht es also raus. Aber wir haben eine Waffe! Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden. Wir haben theoretisch eine Waffe. Das waren ja viele Schwabbelmonster, die wir hier erledigt haben, ey. Mann. Da geht's lang? Okay, alles klar. Wo ist denn so eine Taschenlampe hin? Auf Stelzen. Guck mal, hier kann man hoch. Ja, nice. Ein Safe. Mit einer Kombination. Okay, wir brauchen eine Zahl. Eine Zahl, die irgendwo stehen muss. Müsste, könnte, sollte. Wo könnte diese Zahl stehen? Vielleicht im Tunnel. Ah, da. 20 rechts, 3 links, 16. Okay. 20, 3, 16. Okay. Ja. Na, hallo? Leertaste. 20. 3. 16. Ja. Yeah. Alles klar. Alles klar. Gut. Eine weitere Note. Mal sehen, ob wir den Text irgendwann entziffern können. So, jetzt sag mal, ich guck mich nicht gut um, ja? Sag mal, ich guck mich nicht gut um. Ich mach das hier. Ich ärgere mich ja selber, dass ich den einen Safe nicht gesehen habe. Ach. Über vergossene Milch soll man nicht klagen, ne? So. Oh, gut. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Piu, piu, piu. So. Ah ja. Leslie. Ah, ein Safe Point. Katzi! Katzi, Katzi! Katzi. Erstmal ein bisschen petten, alles klar. Mauzi, Mauzi. Da kommen wir nicht durch, würde ich sagen. Dann ist das unser Weg hier. Ich frage mich, wie viele Notes man überhaupt finden kann in diesen Safes. Schnuggelig. Schnuggelig, gemütlich, so mag ich das. Da müssen wir Strom anstellen. Okay. Da müssen wir Strom anstellen. Sebastian! Joseph, warte! Nope.
Okay. Ach nee, es sind Sicherungskästen. Für diese Tür. Möglicherweise. Also kriegen wir das Ganze, das Sicherungsrätsel kriegen wir hier auch einfach nochmal. War da was? War wahrscheinlich wieder verstecken, ne? Das Sicherungsrätsel kriegen wir hier dann auch noch einmal ab. So, würde mich nicht wundern, wenn da unten was im Wasser rumflennt. Da können wir leuchten, aber wie kommen wir da hin? Ist ja alles abgetrennt. Da ist eine Tür, da kommen wir oben raus. Okay. Da ist die Tür, da kommen wir oben raus. Gibt es noch mehr, wo wir lang gehen können? Wie kommen wir denn da oben hin? Ah, ich schätze, wir müssen erstmal runter. Und uns ein bisschen umgucken. Aber wir sind wahrscheinlich auch nicht alleine. Oh, was war da? Nein, nur die Leiter. Also irgendwie müssen wir dahin. Da können wir was aktivieren, aber wie kommen wir darüber? Kommen wir da hoch? Oder kommen wir doch durch die Tür? Warte mal. Ach, wir müssen wahrscheinlich da das einsetzen, damit diese große Tür aufgeht. Nee, da kommen wir auch. Hä? Auch noch eine Tür. Ah, da kommen wir nicht rüber. Keine Chance. Oder kann man da einfach runterspringen? Naja, da komme ich nicht drauf. Da komme ich einfach hier drüber. Komme ich auch nicht drüber. Oh Gott! Okay. Reingelaufen. Okay, ich komme da hoch, aber ich komme nicht darüber. Da ist so ein Riss in der Wand. Aber ich komme nicht darüber. Wie komme ich dahin und wie komme ich dahin? Von hier aus. Das ergibt doch keinen Sinn. Muss ich doch teilweise was aktivieren mit der Sicherung. Kann natürlich auch sein. Leertaste einsetzen. R umsetzen. So oder so. Okay, verstehe. Verstehe. So, kriege die Tür auf. Hier ist die nächste Leiter. Okay. Rätsel über Rätsel. Püppi! Hier liegen bestimmt auch wieder Leichen rum. Auch hoch. Ich versuche es erstmal hier. Oh, ein Safe. Okay. Ah, hier ist die Kombination. Das war ja easy. Muss ich mir wieder aufmalen. Male, male. Das geht schneller. Ich weiß, es sieht langsamer aus, aber es geht schneller. Also 1 und 4. 2 und
4. 1 und 3. Und unten alles voll. Gott. Nein, nicht eh, nicht links. So viele Spiele. Aha. Aha. Brieffragment Nummer 6. Selbst wenn nur ein Teil fehlt, kann ich wahrscheinlich den Brief nicht lesen. Na, mal sehen. So, da bin ich, glaube ich, hergekommen. Ja. Rad. Ich drehe am Rad, ey. Ja, Boys. Lasst euch nicht beim Snacken stören. Sind wir hier? In Deckung gehen. Ich hoffe ja immer noch auf Munition, jetzt wo ich die Wumme dabei habe, aber ich glaube, ich werde hart enttäuscht. Oh. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Oh, mein lieber Scholli. Das ist, oh ja, das sind die Viecher, die mich... Okay, ich erkenne sie, ich erkenne sie. Oh, ja, ich erkenne sie. Mein lieber Scholli. Hier sind ja einige von denen. Mann, 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 Mann. So, guck mal, hier können wir rein. Ich werde sie... Hallo? Sind gleich frei. Da kann man auch durch. Bitte mit dir, die Monster sind jetzt frei. Oder? Es muss doch einen Grund haben, dass man hier sich verstecken kann. Es muss doch einen Grund haben. Okay. Ach, herrje. Das heißt, wir müssen erstmal zurücklaufen. Thank you.
Wie soll man das denn da machen? Müssen wir wieder zurück und die weglocken oder was? Das nicht reicht, wenn man das einmal macht. Vorher ist auch wieder so ein One-Hit-Wonder, ne? Da willst du dich gemütlich ausruhen, dann wirst du von dem Schleifi erwischt, weißt du? Diese Stellen, ey. Wir müssen stehen bleiben, dass wir auch unsere Energie ja auf dem Maximum ist. Bin ich. Komm und hol mich doch. Ja, er kommt. Haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Ach, mein Herz. Und wir kriegen natürlich keinen Save Point. Kriegen wir nicht. Mm-mm. Keine Chance. So, jetzt die Frage. Dahin. Okay. Ist auf jeden Fall ein Schrank drin. Oh. Das wird ein Safe Game haben. Okay.
Wenigstens etwas. Fallen, wer rechnet denn damit? Hallo? Ja, ich liebe es. Vor allem, weil wir den Save Point da haben und es jetzt jedes Mal so machen dürfen, wahrscheinlich. Ich liebe es. Also, achte auf Fallen am Boden. Oh, das war ja einfach. Nicht gut. Ich bleib aber hier. Für den Rest des Spiels. Hier ist die Tür nicht mehr da. Reicht nicht. Hätte man über die Kisten springen können? Hier drüben! Warum geht er denn nicht über die Falle? Doch, geh über die Falle, bitte. Gut, er geht drüber. Great. Hier drüben. Nein, nein, bitte nicht. Nichts. Nicht ausholen, bitte nicht. Wofür bauen die so eine Funktion ein, dass du in eine Richtung rennen kannst? Aber sie trotzdem in die andere Richtung rennen. Weißt du, da rufst du rechts. Da hast du extra so eine Funktion, dass du auf der rechten Seite rufen kannst.
damit er da hinkommt und er geht in die andere Richtung. Warum? Ergibt das Sinn? Da kannst du ja nur failen. Sowas nervt mich halt, ne? Da bauen sie so Mechaniken ein. Hier. Hier. Er geht natürlich wieder in die andere Richtung. Er geht einfach nicht da lang. Okay, man kann sie auch aktivieren. Hier drüben! Hey! Klar. Er läuft einfach nicht daher. Was ist das für ein Hurensohn? Er steht drauf und sie aktiviert sich nicht. Sie aktiviert sich nicht mehr. Funktioniert sie nur einmal? Wahrscheinlich schon, ne? Okay. Ach, Leute, ey. Er geht echt die andere Richtung. Er geht immer außen rum. Warum hat das nur beim ersten Mal funktioniert? Ich dachte, er geht jetzt wieder die andere Richtung, ey. Es ist doch nicht wahr, ey. Du darfst jetzt gerne weitergehen, mein Mädchen. Mach mal Lampe aus. Sie muss jetzt eigentlich nur da weg. Okay, das tut sie nicht. Hier drüben. Ah.
wieder runter. Nein. Na also. Ich dachte, sie steht jetzt am Rand und verschnauft sich ein. Und sie, wir werden noch erwischt dabei. Oh, es ist möglich, du. So. Kriegen wir ein Safe Game? Das sei irgendwie so nach sein Tape. Heute ist etwas Überraschendes passiert. Er war in der letzten Gruppe von Testsubjekten. Nur ein Patient, der brabbeln und vielleicht sterben würde. Patient 105, Leslie Withers. Leslie. Oben hatte ihn als nutzlos aussortiert. Aber er muss es gewusst haben. Er wusste, ich würde seine Aufzeichnungen lesen. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Aber dieser Leslie, er kam ruhig und ausgewogen zurück und konnte von seinen Erfahrungen berichten. Dank seiner einzigartigen Pathologie konnte er den Stem unbeschadet überstehen. Sie wissen nichts von seiner Existenz, aber ich bin sicher, er ist der Schlüssel. Wenn wir alle das Bewusstsein teilen, dann sollte ich mit ihm den Stem nutzen und vielleicht sogar die unschönen Aspekte davon unterdrücken können. Mit ihm kann ich die Technologie meistern, an deren Erschaffung ich mitgewirkt habe. Mobius wird meinen Wert erkennen und mich weiter in seinen Reihen aufsteigen lassen. Hm. Oder man stirbt einfach im Stem, ne? Ist ja, glaube ich, passiert mit dem Herrn. Okay, was? Können wir noch runter? Ibims. Joseph, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Natürlich. Ich mach die Arbeit. Alles klar. Wir haben bestimmt nicht viel Zeit. Vielleicht findest du einen Weg hier raus. Ja, hier. Katze! Oh ja, super. Wir haben nicht viel Zeit. Erstmal mit der Katze schmusen. Okay, damit würde ich sagen, ich speichere jetzt hier und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Bewertet den Part, wenn ihr mögt und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.